Mein Name ist Christoph Saring, herzlich willkommen. Ich zeige Ihnen hier in diesem ganz kleinen Video, wie Sie Soplex, die sorbische Rechtschreibprüfung, unter LibreOffice installieren und aktivieren. Dazu öffnen wir einmal ganz kurz das LibreOffice. Ich habe hier die LibreOffice-Version 6 installiert. Am besten, wir öffnen ein leeres Dokument, damit wir das Menü Extras bekommen. Und da finden wir in diesem Menü einen Punkt Extension Manager. Diesen öffnen wir mal. Dann sehen wir bereits alle installierten Erweiterungen, die hier integriert sind. Wir suchen allerdings jetzt nach unserer Erweiterung. Dazu haben wir hier unten einen Link, der auf die Webseite von LibreOffice für Erweiterungen weiterleitet. Wenn wir jetzt draufklicken, öffnet sich der Standardbrowser. Und hier verwenden wir dann ganz einfach oben die Suche und geben Soplex ein. Wenn wir diesen gefundenen Eintrag öffnen, sehen wir hier die Beschreibung, dass das sozusagen ein externes Projekt ist und den Link auf die Webseite soplex.de. Auf dieser Webseite gibt es aktuell eine neuere Version dieser Erweiterung, also die ist neuer als diese 2.2.0.11. Trotzdem möchte ich aber erst einmal diese Version hier installieren. Die Installation des anderen Paketes geht genauso vonstatten, wie ich das hier zeige. Ich möchte aber hier die ältere Version erstmal installieren, damit ich dann auch noch das Update zeigen kann, also wie sozusagen man dieses Modul updaten kann. Wir dürfen uns jetzt nicht irritieren lassen. Hier ist angegeben die Unterstützung bis LibreOffice 5.3. Die Erweiterung funktioniert jedoch auch in dem LibreOffice 6. Ich lade das Paket jetzt erstmal runter und ich möchte das auch sofort öffnen. Ich öffne das. Da ich das LibreOffice bereits geöffnet habe, erkennt das LibreOffice sofort, dass es sich um eine Erweiterung handelt. Und öffnet hier so eine Warnmeldung, die Sie davor schützt, dass sich irgendeine Erweiterung automatisch installieren kann. Wir nehmen jetzt einfach mal OK und sehen, dass im Prinzip die Erweiterung bereits installiert ist. Dann gehen wir auf Schließen. Und jetzt möchte LibreOffice einen Neustart machen, damit dieses Paket aktiviert ist. Das sollten wir auch tun, sonst funktioniert es nicht. So, wir drücken jetzt auch mal auf Neustart. Es sieht aber nicht so aus, als ob das automatisch passiert ist. Deshalb schließe ich das LibreOffice nochmal und öffne das nochmal manuell. Wenn wir jetzt ein Dokument öffnen, haben wir hier unten sage ich mal, das auf die Standardsprache eingestellt. Und wir brauchen jetzt noch das Sorbisch. Wenn wir mit der rechten Maustaste drauf gehen, sehen Sie bei mir das Obersorbisch schon drin. Das liegt daran, dass ich schon vorher mal einen Versuch gestartet hatte. Wenn Sie das Obersorbisch hier nicht finden, gehen Sie einfach hier auf Mehr. Dann öffnet sich dieses Fenster und suchen sich hier aus dieser Liste Obersorbisch heraus. Genau, so können Sie anklicken. Okay. Nachdem Sie das einmal ausgewählt haben, haben Sie das Obersorbisch, wenn Sie hier mit der rechten Maustaste drauf haben, gehen, automatisch mit in dieser Liste. So, um das jetzt mal zu überprüfen, ob das funktioniert, geben wir jetzt mal ein Wort leicht falsch geschrieben ein und sehen, dass er das bereits unterstreicht. Ich mache das mal ganz kurz ein bisschen größer, so dass er das jetzt unterschreibt, unterstreicht rot. Mit der rechten Maustaste, das ist jetzt fast völlig falsch gewesen. Wir möchten das jetzt immer noch mal abändern. Misajk, so Misajk ist auf Deutsch dann Mond.
Und wenn wir das jetzt hier falsch geschrieben haben, können wir wie auch in anderen Office-Programmen einfach mit der rechten Maustaste einen Vorschlag aus der Liste nehmen. Das, was im Gegensatz zu Microsoft Office anders ist, LibreOffice erkennt leider nur oder macht nur einen wirklich konkreten Vorschlag, wenn nur ein Buchstabe falsch ist. Das kann ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Ich korrigiere das jetzt einmal. Und haben wir das richtig geschrieben? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem deutschen Tastatur Message schreibe, habe ich ja die Häkchen nicht. Dann erkennt er das, dass es auch falsch ist, beziehungsweise dass er dieses Wort nicht kennt. Leider Gottes kann er im Gegensatz zu Microsoft Office hier keinen vernünftigen Vorschlag vorschlagen. Also LibreOffice kann maximal einen falschen Buchstaben ersetzen oder erkennen. Dann erkennt er im Prinzip ein adäquates Wort dafür. Alle paar Wochen wird ja diese Erweiterung auch geupdatet, also sie wird ja immer weiter verbessert und es kommen neue Wörter dazu und teilweise auch neue Funktionen. Deshalb ist es wichtig, dass man die hin und wieder mal aktualisiert. OpenOffice oder LibreOffice 6 zeigt ab und zu hier rechts oben auch mal einen Hinweis, dass es Updates für die Erweiterungen gibt. Um jetzt die abzudaten, geht man ganz einfach unter Extras, öffnet wieder den Extension Manager und wir können jetzt sozusagen einfach auf Updates überprüfen gehen. Dann fragt er auf der Projektseite nach, ob es denn eine neue Erweiterung gibt. Hier sehen wir, dass die 2.2.4, also die 2.2.4 verfügbar ist. Das ist genau die Version, die es auch auf der Webseite soplex.de zum Download gibt. Wir können installieren jetzt das Update einfach. Okay, schließen. Dann möchte er wieder einen Neustart, damit diese Erweiterung jetzt aktiv ist. Wir speichern das Dokument jetzt nicht. Er hat das halt doch geöffnet im Hintergrund neu. Und jetzt haben wir sozusagen das neue Paket aktiv. Viel Spaß, das war's und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Video wieder vorbeischauen.